Fallout ist jetzt eine Woche lang draußen und die Menschen im Internet drehen mal wieder vollkommen am Rad. Es vergeht kein Tag, an dem mir nicht irgendein YouTube-Video reingehauen wird, in dem Fallout 76 komplett verrissen wird, sich über Bethesda lustig gemacht wird und generell teils sehr vage Behauptungen aufgestellt werden, die ich selbst so nicht unbedingt immer unterschreiben kann. Deshalb habe ich mir gedacht, ich verbinde die neue Folge von Einblick in direkt mal mit einem Faktencheck der aktuell populärsten Punkte auf der Kritikliste. Ich bin Luke, das ist mein Einblick in Fallout 76 für euch und damit herzlich willkommen. Zunächst mal vorneweg. Fallout 76 ist bei weitem kein perfektes Spiel. Alle Punkte, auf die ich hier gleich eingehen werde, sind in einem gewissen Maß an der Problemfront dieses Spiels durchaus in einer gewissen Form vorhanden. Aber wie ich finde, gibt es dazu mehr Aspekte, als man im Netz gerade sieht. Also fangen wir mal da an, wo die meisten Spieler sich gerade dran aufhängen. Das Spiel sei broken, voller Game-Breaking-Bugs und leidet unter einer immensen Serverinstabilität. Ja. Es gab in der Tat diverse Probleme mit der Serverstruktur und Stabilität dieses Spiels. Dinge, die normal für das Spiel sein sollten, wie das Zünden von mehreren Nuklearwaffen gleichzeitig das theoretische Ziel des Spiels, brachte die Server zum Taumeln. Aber nicht nur das. Auch generell litt dieser Titel in den ersten Tagen nach Release und in der Beta sowieso an immensen Rucklereien und Abstürzen. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist ein wichtiger Punkt für auch alle anderen Bugs, über die ich gleich noch sprechen werde, die Engine. Niemand versteht so wirklich genau, weshalb Bethesda immer noch auf diesem Frankenstein von Game Engine für seine Fallout-Spiele baut. Klar, sie wollen wie jedes Studio lieber ihre hauseigene Engine nutzen und verschließen sich daher dem fantastischen Angebot von zum Beispiel Unreal oder Frostbite. Das ist irgendwie auch verständlich, da dies ja mehr Kontrolle über das eigene Spiel erlaubt. Doch die von ihnen hier genutzte Creation Engine wurde so wild zusammengeklöppelt und hat teilweise Elemente einer Basis-Engine aus 1997 in sich. Das sind 21 Jahre. Nur um sich das mal in eine Perspektive zu setzen, diese Engine ist älter als dieser Game Boy Color und die darin enthaltene japanische gelbe Pokémon-Edition. Das ist einer der Hauptgründe für die bekannten Bethesda-Bugs und eben auch in diesem Fall die unfassbar schwierige Situation in diesem Online-Spiel. Denn in einem Online-Spiel müssen die Server nicht nur konstant Welten laden und entladen, die Bewegung von Kreaturen berechnen und die KI generell steuern, es muss auch noch zwischen allen Teilnehmern synchronisiert werden. Keine einfache Aufgabe, dass die Server in einem Multiplayer-Titel kurz nach Release insgesamt instabil laufen, kennt man ja. Bethesdas Creation Engine trägt aber hierzu noch unfassbar viel bei, sodass auch nach dem großen Patch die letzten Tage immer noch Serverprobleme bestehen. Und wenn die Server dann doch stabil laufen, was übrigens in meinen knapp 20 Spielstunden bisher fast immer der Fall war, dann sorgt die Engine hier und da gerne auch einmal für mehr oder weniger witzige Bugs. Animationen der KI, die nicht richtig laden, was dazu führt, dass Gegner in ihrer T-Ausgangspose auf einen zugleiten. Die Köpfe von Gegnern, die noch in der Luft schweben, während der Rest des gerade besiegten Körpers am Boden liegt. Oder wortwörtlich in der Welt festgebackte Gegner, die keinerlei Reaktion mehr zeigen. Mehr als nur einmal habe ich das erlebt. Und ich muss sagen, ja, wenn man auf Immersion geht und wirklich den Roleplaying-Aspekt versucht zu genießen, der ja hier eine große Rolle spielt, kann einen sowas natürlich ziemlich rausreißen. Und ich verstehe auch, dass man in einem 60-Euro-Spiel durchaus anderes erwartet, als gleich eine Handvoll von Begegnungen mit solchen verbuggten Gegnern oder generell mit Bugs an einem eigenen Charakter. Dennoch denke ich, wäre es der falsche Ansatz, das Spiel wegen solcher Dinge gleich zu verteufeln. Keiner dieser Bugs, den ich bisher erlebt hatte, war irgendwie game-breaking. Wenn überhaupt, war es unfassbar witzig und ich musste mich erstmal wieder beruhigen, nachdem ich 10 Minuten lang durchgelacht habe. Ich bin mir auch sicher, Bethesda sitzt da bereits dran und versucht zeitnah, das alles komplett wegzupatchen, so gut sie können. Und das ist es eben. Das größte Problem könnte gleichermaßen die beste Lösung hierbei sein, wo vergangene Fallout-Titel einfach mit ihren Bugs dann festsaßen und was im finalen Spiel eben war, war dann eben drin, ist Fallout 76 ein reiner Online-Titel. Demnach wird es hier über die Zeit auch immer und immer und immer mehr Neuerungen geben und die bekannten Bugs werden, so zumindest die Hoffnung, mit der Zeit immer weiter rausgepatcht und neu entstandene wieder entfernt. Es ist wichtig, das zu wissen, wenn man sich das Spiel zulegen will, dass diese Bugs eben entstehen, gerade für diesen Preis. Aber ich denke, wenn man das große ganze Erlebnis betrachtet, sind es vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Minuten aus unzähligen Stunden Spielerfahrung, die man mit diesem Problem wirklich verbringen muss. Und wie gesagt, sie sind vor allem witzig, beeinflussen aber in
aller seltensten Fällen auch wirklich das Gameplay. Und das wirklich nur, wenn der Server einfach aufhört zu funktionieren. Was viele Fans am Fallout-Universum lieben, ist ja die Atmosphäre. Und deshalb wird hier bereits seit lange, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen war, gegen den Titel gewettert. Denn es gibt keine NPCs, keine Geschichten und keine Charaktere, mit denen man sich auseinandersetzen muss, zumindest behaupten das alle wütenden Gegner dieses Titels. Aber das, meine Lieben, ist eine ganz klare Lüge. Es gibt NPCs, eine ganze Menge sogar zugegeben. Sie sind weder menschlich, noch gehören sie den Raidern oder den Ghulen an. Wir haben nicht die gewohnten zwischenmenschlichen Probleme der vorherigen Fallout-Spiele zu lösen, mit geschickten Antworten und Fragen in einem Dialog. Es gibt keine Siedlungen von Charakteren, die ihre eigenen Geschichten mit sich bringen und die wir gegeneinander oder miteinander ausspielen können. Nein, das ist wirklich vollkommen richtig. Das existiert in diesem Spiel nicht. Aber es gibt unzählige Roboter, mit denen wir uns beschäftigen können und müssen, Tagebucheinträge von ehemaligen Bewohnern dieser Welt, Holotapes, Briefe, Notizen, Fotos, Terminaleinträge, Datalogs und Story sowie Lore noch und nöcher. Zu sagen, diese Welt wäre leer und es gäbe keine Atmosphäre, ist entweder vollkommen gelogen oder stammt von Spielern, die einfach schlichtweg keine Lust hatten, etwas zu lesen. Von Spielern, die keine Zeit mit der Geschichte hinter dem Spiel verbringen wollten, sondern einfach nur von A nach B rennen wollten und Charaktere mit gewieften Beleidigungen aus der Reserve locken wollten oder eben Quests für diese Leute erledigen wollten. Und ja, wie gesagt, das Dialogsystem fehlt leider wirklich. Ohne Frage wäre das ein angenehmes Element im Spiel gewesen, ohne welches sich der Titel etwas weniger wie ein Spiel aus dem wirklichen bekannten Fallout-Universum anfühlt. Aber dass die Menschen tot sind und die Welt größtenteils von Robotern bevölkert wird, das ist absolut logisch im Setting dieses Titels. Man muss eben realisieren, dass die anderen Fallout-Titel mehr als 100 Jahre nach Fallout 76 spielen, beziehungsweise der erste Fallout-Teil 50 Jahre danach. Die Strukturen, wie wir sie aus diesen Titeln kennen, sind nicht etabliert. Wir befinden uns 25 Jahre nach der absoluten Apokalypse und die wenigen Überlebenden der Oberfläche sind von durchgedrehten Bots, Mutanten, Ghoulen und all möglichen anderen Gedöns vernichtet worden. Die Geschichte der vorherigen Bewohner dieser Welt erleben wir aber dennoch, und ich möchte fast sagen intensiver, als mit den NPCs. Denn bei einem finiten Text macht es Sinn, warum er nach dem Preisgeben der Informationen nicht noch weiter Dinge preisgibt. Die NPCs der vorherigen Spiele waren runtergebrochen auch nichts anderes als Holotapes in Menschenform. Wenn man zum Beispiel lange genug neben einem NPC in den vorherigen Teilen stand und der alle seine aufgezeichneten Waff-Files abgespielt hatte, verblieb er stumm bis zum Ende des Spiels. Viel mehr Leben war in diesen anderen Spielen auch nicht drin. Die Welt von Fallout 76 ist nicht leerer als vorher, sie ist mindestens genauso leer, wenn nicht gar sogar um einiges reicher an Informationen, nur in diesem Fall erfordert es eben wirklich Dedication, um noch mehr Informationen zu finden. Ich finde, rein storytechnisch findet sich in diesem Spiel so unfassbar viel Lore wieder, dass man zu gewissen Momenten schon fast überfordert sein mag. Und ich verstehe, dass man nicht unbedingt Bock hat, sich 5 Minuten Holotapes über das Reinigen von Wasser, also das Tutorial zum Wasserreinigen, reinzuziehen, das auch noch auf Autoplay läuft und du es nicht stoppen kannst. Sicher sind aber die Mechaniken der Tapes und, wie ich finde, generell das Menü des Pip-Boys nicht unbedingt auch user-friendly. Vor allem jetzt, wenn die Welt um einen herum nicht mehr einfriert, wenn man in den Pip-Boy geht. Doch das sind Hürden, die man definitiv managen kann, wenn man es denn will. Wie gesagt, auch hier wieder, ich verstehe vollkommen, wenn das nichts für einen ist. Aber das stellt man dann schnell genug fest, dass man noch einen Refund bekommen kann oder war hoffentlich generell schlauer und hat sich vorher solche Videos wie dieses hier zum Beispiel zum Spiel angeschaut. Denn das sind keine Fehler des Spiels. Das sind interne Eigenarten, die man entweder mag oder nicht mag. Das ist eine rein subjektive Beurteilung und sagt nichts über die objektiven Möglichkeiten an Spielspaß in diesem Spiel aus. Wer die Welt von Fallout 76 leer und leblos und unatmosphärisch findet, hat in meinen Augen einfach nur keine Lust, sich die Geschichten zur Abwechslung einfach mal durchzulesen, statt sie vorgeplappert zu bekommen. Wenn man nicht drauf steht, kann ich verstehen, hat aber nichts mit dem Spiel, sondern mit euch zu tun. Ein weiterer Punkt, über den oft gemeckert wird, ist der PvP. Und hierfür habe ich auch ein paar ganz klare Worte aus meinem persönlichen Empfinden gegenüber diesem Spiel. Das PvP-System von Fallout 76 beruht auf einem Duell-System. Man bekommt also nicht wirklich die Möglichkeit, jemanden ohne sein Einwilligen einfach zu erledigen oder zu überfallen. Das brutale Raiden, das wir zum Beispiel in Ark und Co. sehen, gibt es hier schlichtweg nicht. Wenn man in PvP eintreten will, entsendet man durch den Angriff eines anderen Charakters sozusagen einen
eine Einladung zum Duell. Attackiert dieser dann zurück, ist man automatisch in einem Duell und kann sich dann gegenseitig abmurksen und looten. Doch ähnlich wie in GTA 5 spawnt der Getötete mit einer Menge seines Inventars ein paar hundert Meter weiter wieder und kann sich alles wieder zurückholen, beziehungsweise hat halt auch Munition und kann schießen oder alles. Das PvP-System lädt also nicht unbedingt dazu ein, dass man ein Arsch zu anderen in-game ist. Und aus irgendeinem Grund ist das ein Kritikpunkt für viele. Ein Punkt, der das größte Problem von anderen Open-World-Online-Games eliminiert. In Foren und Postings über, wie gesagt, Ark Survival Evolved liest man zum Beispiel konstant, wie scheiße es doch ist, dass man auf kaum einem öffentlichen Server mehr spielen kann, weil man von den überlevelten Spielern einfach weggeboxt wird und keine Chance hat, das Spiel einfach so mal casual auch zu genießen. Und diesen Punkt nimmt Fallout 76 heraus. Egal wer wie viel gespielt hat oder welches Level man ist, man kann ins Spiel eintauchen und Spaß haben, ohne Angst vor irgendwelchen Arschgeigen ohne Leben haben zu müssen. Und mir scheint irgendwie, dass das genau diese Leute sind, die ankreiden, das PvP-System sei broken. Fallout 76 ist einfach nicht wirklich ein PvP-Titel. Es geht nicht darum, dass die Spieler sich gegenseitig komplett wegschnetzeln. Im Gegenteil, man soll ja sogar zusammenarbeiten. Dieses Teamplay wird ja sogar belohnt, auch wenn bisher die wenigsten wirklich gemeinsam spielen, sondern eher jeder so sein eigenes Ding macht. Und für die Leute, die unbedingt den Kick brauchen und andere Spieler vollkommen vernichten wollen, die können sich Gleichgesinnte über das Duellsystem suchen oder sich so sehr reinhängen und mit den Anfangsschaden, den man eben macht beim Duell einladen, einfach penetrant so oft reinboxen, bis das Gegenüber wirklich zu Boden geht, denn das geht auch, wenn man hartnäckig ist. Ich finde das System, so wie es ist, super. Klar, es ist nicht das realistischste und nicht das beinbrechend härteste System. Aber ich finde es gut, dass man in diesen Titel eintauchen kann und mit Freunden den Online-Fallout-Spaß haben kann, der hier auf einen wartet, ohne von irgendwelchen Wichtigtouren mit Napoleon-Komplex ständig platt gemacht zu werden. Das Kampfsystem generell macht Spaß wie Umme. Die Gegner könnten in meinen Augen vielleicht noch ein bisschen härter sein und mehr aushalten, weniger Damage von den Waffen nehmen, aber das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich bisher primär mit den unzähligen normalen Gegnern kämpfen wollte, weil ich eben die Welt ganz langsam für sich erkundet habe und alle möglichen Zettel aufgesammelt habe, die ich finden konnte. Das berühmte Watz-System ist in diesem Titel auch etwas anders, da aufgrund der Online-Struktur natürlich ein in Zeitlupe versetzen nicht wirklich möglich ist. Dennoch macht das richtig eingesetzt immer noch jede Menge Spaß und die Waffen haben auch ein tolles Feedback. Die gewaltige Welt ist wunderschön, die verschiedenen Städte sind so unterschiedlich zueinander, die verschiedenen Ecken der Karte haben alle ihr eigenes Feeling und generell merkt man, wie viel Liebe in die Erstellung dieser neuen Welt West Virginias geflossen ist. Die überall verteilten Elemente der Lore und die Geschichte der verschiedensten Charaktere dieser Welt sind unglaublich interessant geschrieben und spannend zu finden und wenn man sich eben die Zeit nimmt und mit Ruhe an diese herangeht, kann man in meinen Augen eine ganze Menge mehr über die Welt dieses Universums herausfinden, als es in den vorherigen Teilen eigentlich möglich war. Das Skillsystem sowie die verschiedenen Mechaniken sind anfangs zugegeben etwas verwirrend, aber wenn man sich auch hier einfach mal einen ganz kurzen Moment nimmt und versucht, das zu verstehen, merkt man schnell, worauf man achten muss und was wichtig ist und was eben nicht. Der Multiplayer-Faktor spielt wunderbar in diese Welt hinein und schafft es mit seinen Einschränkungen im PvP ein angenehmes Spielklima zu errichten, das einen immer wieder zurück in diese Welt kehren lassen will. Sicherlich hat das Spiel gerade aufgrund der Engine ein paar technische Probleme und aufgrund der stark entschleunigenden Art, wie die Story West Virginias an einen herangeführt wird, ist Fallout 76 wohl nichts für ungeduldige und Trigger-Happy Fortnite-Kultur unserer Zeit. Doch für alle, die bereit sind, auch mal einen Zettel mehr zu lesen, auch an die hintersten Ecken eines Hauses zu schauen, ob man noch ein Item findet und versucht, aus den gefundenen Zetteln einen roten Faden zu weben, dem wird Fallout 76 jede Menge Spaß machen. Und für den lohnt es sich auch, meiner Meinung nach, den vollen Preis zu bezahlen. Wer die harte PvP-Action und die Herausforderungen eines erbarmungslosen Spiels erleben will, sollte aber lieber die Finger von diesem Titel lassen. Und alle, die so sehr auf Fallout 5 gehofft hatten, auch, denn Fallout 76 ist in keiner Weise eine Fortsetzung der Fallout-Reihe. Es ist kein Fallout 5, es ist vielmehr ein Spin-off in der Welt von Fallout, welches uns einen ganzen Batzen an Lore und Spielspaß mit Freunden gibt. Es ist vielmehr ein Fallout 4.76 als ein Fallout 5 und hat dazu durch das Setting über 50 Jahre vor dem ersten Teil und mehr als 200 Jahre vor dem vierten auch einige Kernelemente, die einen durch alle bisherigen Fallout-Teile begleitet haben, nicht inne. Wer also ein Spiel erwartet, das
das ist wie Fallout 1, 2, 3 oder 4, aber mit Neuerungen wird sicherlich enttäuscht. Das ist ein Spiel im Fallout-Universum. Es hat viele ähnliche bzw. gleiche Mechaniken, aber es ist kein Teil der bisher fünfteiligen Reihe. Wer sowas überhaupt nicht möchte, der sollte es auch nicht kaufen. Wer sich darauf einlassen kann, bekommt aber jede Menge Spaß für sein Geld. Fallout 76 tut nämlich alles, was es soll. Es unterhält einen, es funktioniert so gut wie immer problemlos und bietet unzählige Stunden an Unterhaltung. Bringt, wie gesagt, ab und an aber einen Bug mit sich, wie es Online-Spieler halt tun. Im Endeffekt kann niemand sagen, ob ein Spiel objektiv gut oder schlecht ist. Unterhaltungsmedien sind inhaltlich vollkommen subjektive Erlebnisse. Deshalb ist es auch okay, wenn Leute nichts damit anfangen können. Das macht es aber nicht zu einem schlechten Spiel per se. Wenn ihr also Bock habt, aber euch von dem konstanten Gehate zum Beispiel abgeschreckt fühlt, überlegt nach diesem Video nochmal, inwiefern ihr euch davon wirklich beeinflussen lasst. Wie man diese Unterhaltung genießen kann, hängt nämlich von jedem persönlich ab. Ich habe eine ganze Menge Freude an dem Titel und werde es auch noch weiter genießen. Die Probleme betreffen nichts, was mich sonderlich stören würde und sind in 90% der Zeit auch einfach gar nicht für mich vorhanden. Aber jetzt, wie ist denn euer Eindruck zu Fallout 76 und was haltet ihr von der blinden Wut auf dieses Spiel? Wie ist denn eure abgewogene Meinung? Das war es soweit erstmal mit meinem kleinen Einblick in Fallout 76. Hier gibt es nochmal die Vorgeschichte zum Spiel, da könnt ihr abonnieren. Wir sehen uns ansonsten das nächste Mal wieder. Rinjehauen.